So, herzlich willkommen wieder bei Riding Star 1. Wir haben das Pony heute wieder auf der Koppel schlafen lassen und ich würde sagen, die Gesundheit sieht ziemlich gut aus. Kann man sich echt nicht beschweren. Ja, ich finde, es ist genauso dreckig wie vorher. Also es lohnt sich echt nicht, dieses Pferd in die Box zu stellen. Aber wenn wir, wie groß ist denn die Koppel hier eigentlich? Oh, und einzelhaft. Kein weiteres Pony. Was machen die Autoreifen da? Ja, verstehst du auch nicht, ne? Komm, Junge. Okay. Komm, mein Lieber. Komm her. Gut, dann putzen. Was? Ach, egal. Egal. So. Dann putzen wir mal das Pony. Lass mal gucken, ob meine Aufnahme auch läuft. Wäre vielleicht mal ganz schlau. So, aber wenn ich jetzt hier rüber putze. Okay, hier, das sieht ja ganz gut aus, aber wenn ich jetzt hier weiter putze, dann ändert sich da ja nichts dran. Da kann ich ja schrubbeln, wie ich will, da bewegt sich nichts. Es wird nicht sauberer. Also. Und hier diese Sprungteile, diese Porzellansprungdinger an dem Pferd, die verschwinden auch nicht. Also es wird nicht besser, umso mehr ich da drüber rubbel. Also brauchen wir uns jetzt hier nicht weiter dran aufhalten. Vor allen Dingen, es gibt, glaube ich, auch mittlerweile bei den vielen, vielen Spielen also da auch schon mehr so Sachen wie, ich benutze erstmal einen Striegel und sowas. Das hier ist ja wirklich super simpel gehalten. Und die Augen sind echt etwas gruselig. So Glasaugen, ne? Ein bisschen glasig aus und sieht auch so ein bisschen so aus, als würde es tränen. Ach, und das habe ich letzte Folge ganz vergessen, euch zu erzählen. Und zwar habe ich ganz tolle Nachrichten für euch. Und ich habe nämlich die Erlaubnis erhalten, die Pferd- und Pony-Spiele zu Let's Playen. Das heißt hier sowas zum Beispiel. Also, das sind schon wesentlich neuere und auch ziemlich coole Spiele eigentlich. Das heißt, die werde ich jetzt demnächst dann auch mit aufnehmen. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das alles mache, ob ich das dann immer mal abwechselnd mache oder ob ich lieber erstmal hier Riding Star fertig mache, oder wie oder was. Ich meine, ich habe da ja von keine Ahnung. Mach das hier ja auch nur frei. Ja, mein Junge. So, alle drei Sättel sind wieder weg und alle drei Schabracken und alle drei Trensen. Hat die verschiedene Trensen? Ich glaube schon. Aber das wäre schon ziemlich nice. Gut, wir treten schon mal an. Kann ich euch ja dann noch erzählen. Interessant wäre ja, wie ich auch finde, hier so diese Abenteuer auf dem Reiterhof. Die Serie, da muss ich erstmal noch. Warte mal, das ist Ubisoft. Da haben wir, glaube ich, gute Chancen, dass wir das auch machen können. Das wäre super. Kommt jetzt gleich zum Stehen. Ja. Also das wäre schon ziemlich cool. Stehen. Bereit zum Gruß. Langsam habe ich es raus. 10 Punkte. Hoch. Jetzt ist wieder die große Frage, ob es links oder rechts runter geht. Rechts. Oh Gott, dieser Bogen ist aber auch was eng. Wird das irgendwie besser bei trainierteren Pferden oder so? Ich glaube, das war immer anstrengend. Wenn Die ich zu Bahn früh wie auslaufe. immer makellos. Ja, die Bahn ist ja auch nicht so schwer. Das finde ich auch immer noch so geil. Wer reitet denn sowas? So ein Halbkreis und dann so. Nun kommt der Halbkreis. Ihr seht, selbst ob ich jetzt nun spiele oder selber reite, reden und reiten ist Wird einfach nun nicht zum meine Kanter Stärke. übergehen. Wow. Das ist nämlich gar nicht so einfach, sich auf beides zu konzentrieren. Wie machen die männlichen Let's Player das eigentlich? Kreis als nächstes. Die können sich zumindest besser mit links und rechts orientieren. Bei der Vorbereitung zum Trab. Ich bin noch im Trab. Alles klar. Kriege ich dafür jetzt einen Bahnfehler? Nein. Muss Ach, jetzt zum ups. Kanter wechseln. Hey, Geht ich. nun in Was? einen Trab über. Ups, Chaos pur. Ich glaube, das war jetzt nicht so gut. Nächste Figur ein Kreis. Wie ich schon mal gesagt habe, ist es gar nicht so einfach für mich, gerade wenn er mich hier durcheinander bringt mit seinem Trab, Galopp,
irgendwas, dann zu wissen, warte mal, ich bin jetzt im Trab, also muss ich jetzt eins hoch oder eins runterschalten? Jetzt in den Schritt. Also dieses Stehen ist echt fies. Vor allen Dingen, wie soll man das machen? Man landet ja auf dieser Spitze und soll als nächstes im Stand das Pferd eigentlich drehen am besten, damit man auf den lilanen Punkten bleibt. Irgendwie ist das nicht so logisch. Oh, habe ich für zwei Aufgaben 0 Punkte gekriegt? Das ist ja nicht so nett. Na egal. Wir reißen das einfach wieder durch unser vor allem. Tolles Military und Springen. Wird nun zum Kanter wechseln. Heraus. Ich glaube, in der Dressur war ich nie besonders gut. Ich habe jetzt einmal gewonnen in der Dressur, das reicht mir. Alles gut. Mehr brauche ich nicht. Weil mit dem schlechten Ergebnis, ob wir da Erster werden. Sie macht jetzt gleich einen 10-Meter-Kreis. Oh, im Galopp. Uiuiui. Das ist aber schon hardcore, hä? Geht nun in einen Trab über. Sag mal, wie soll man denn solche Kurven kriegen? Junge, Junge. Jetzt kommt ein Kreis nach links. Ah ja, okay, jetzt haben wir, glaube ich, das gleiche Spiel nochmal. Das ist ja echt fies. Naja, na gut. Ich befürchte, das wird noch fieser. Und bald wieder in den Trab. Bald. In dem Moment, als du es sagtest. Und, ach, und das wird auch wieder nicht angesagt. Auch nett. Und bald wieder in den Trab. Und nun kommt der Halbkreis. Dass er darüber nachdenken muss. Oh, jetzt sind wir wieder auf der Mittellinie. Macht jetzt sich bereit, zum Stehen zu kommen. Och, Gott sei Dank. Und bereit zum Grüßen der Richter. Mm. 84 ist, glaube ich, nicht so gut. Aber immerhin noch besser als unser erster Tag. Autsch. Autsch. Wir sind auf Platz 5. Das ist, glaube ich, nicht so fein. Okay, na gut. Military ist immer noch Anfängertag 1. Okay. Da. Wir bleiben mal lieber im Normalen. Cool. Nimm den kürzesten Weg an dieser Stelle hier. Mal nehmen. Nimm den kürzesten Weg an dieser Stelle hier. Ich sollte es nicht übertreiben an diesen engen Stellen. Sehr sicher dort durch. Scheibenhonig. Sauber hinüber. Das haben sie gut gemeistert. Oh ja, hier haben wir immer gedacht, dass wir im Rennen dann was für ein Bild diese beiden abgeben. So ein kraftvolles Pferd. Das haben wir, also meine... Viele Blicke werden fest auf diese beiden gerichtet sein. Nie. Ja, und da zeigt sich guter Stil. So wird's gemacht. Selten hingekriegt. Bringt so problemlos hinüber. Das hat einfach Klasse. Diese bösen Baumstämme. Nimm den kürzesten Weg an dieser Stelle hier. Gab's mehrere? Ja, sie macht ihre Sache gut. Ich weiß. Ja, und da zeigt sich guter Stil. So wird's gemacht. Jetzt wieder böse Baumstämme. Böse Baumstämme. Viele Blicke werden fest auf diese beiden gerichtet sein. Was ist eigentlich, wenn man in dem Moment springt, wo das Pferd eigentlich gerade in der Schwebephase ist? Heißt das Schwebephase? Schwebephase? Schwebephase. Schwebe. Ja, und da zeigt sich guter Stil. So wird's gemacht. Viele Blicke werden fest auf diese beiden gerichtet sein. Passt. Nein, nicht schon wieder ein Baumstamm. Ja, und da zeigt sich guter Stil. So wird's gemacht. Guter Stil. Lustig wäre doch, wenn man bei dem Berliner einstellen könnte als Sprachausgabe des Dialekts. Das haben sie gut gemeistert. Das haben sie gut gemacht. Gut. Das wäre doch cool. Ja, ganz ordentlich, wa? Ja, sie macht ihre Sache gut. Ja, bayerisch wäre doch auch sehr witzig. Aber ich kann kein Bayerisch, das kann ich nicht vormachen. Sie strahlen so viel Selbstvertrauen aus. Yeah.
Immer diese ellenlangen Galoppphasen, wo nichts passiert. Da war Springen dann doch immer spannender. Ich bin hier sehr nah ran. Ja, das war wirklich etwas eng. Entschuldigung. Okay, letztes. Sehr sicher dort durch. Vorletztes. Jetzt kommt das letzte. Setz dich und treib das Pferd an. Und vorwärts, vorwärts, vorwärts. Pause. 2 Minuten 53 ist, glaube ich, eine ganz nette Zeit. Denke ich. Nein, sie nicht. Wieder 11 Strafpunkte. Na egal. Und wir sind mit diesem äußerst schlechten Dressurergebnis auf Platz 1. Oh Mann. Oh. Sie strahlen so viel Selbstvertrauen aus. Oh, das hätte aber auch schief gehen können, Leute. So. Ja. Sehr sicher dort durch. Hopp. Das haben die gut gemeistert. Ja, fein. Ich muss euch mein zweites Hasshindernis mal noch zeigen. Ich hoffe, dass das jetzt nochmal kommt. Setz dich und treib das Pferd an. Nämlich dieser, nicht Steilsprung, ich habe letztens Steilsprung gesagt, das ist natürlich Quatsch. So ein Setz dich und treib das Pferd an. Ah, genau, das Teil. Wie heißt denn das? An alle Englischreiter, heißt das? Ja, recht gut. So eine... Gutes Zusammenspiel zwischen Pferd und Reiter. Weiß ich nicht, Steilsprung sind ja die, diese Dinger hier, diese normalen. Was für ein Bild, die da geritten. Oh, fail. Nehmt den kürzesten Weg hier an dieser Stelle. Genau, können wir auch hin, ist alles nicht so wild. Sehr sicher dort durch. So. Aber wie heißt das mit diesen drei, mit dieser Steigerung, was halt trotzdem so breit ist? Ich weiß nicht, wie das Teil heißt. Naja. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Ja, läuft doch. Ist gar nicht so schwer. Ich habe das irgendwie schwerer in Erinnerung. Vielleicht bin ich auch einfach nur besser geworden. So. 40 Punkte nach Runde 4. Das klingt doch gut. Na, wie war's, Kleine? Schleife geholt? Spitze, wir haben gewonnen. Ja, ist das nicht toll? Oh Gott, sagen die immer dasselbe? Na, wie war's, Kleine? Schleife geholt? Spitze, wir haben gewonnen. Ja, ist das nicht toll? Sag mal, wer hat das denn erfunden? Da gab's wohl nicht, die Synchronsprecher wurden wohl nicht gut genug bezahlt, dass sie ein paar mehr Spracheingaben gemacht haben. Spracheingaben, sagt man das so? Sprachaufnahmen. So, zacki. So, tutzi, da noch ein bisschen und da. Ja, fein. Wieder sauber. Ich glaube, ich brauche mehr Wartelieder. Wenn man immer dieses dum 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 dum. Das wird auf Dauer auch irgendwann langweilig. Gibt es noch mehr solche Denkmelodien, die man hier einspielen könnte? Naja, vielleicht fällt mir noch irgendwas ein. Ha! So, dann malen wir mal unsere Wand wieder weiß. Geht ja nicht mit den ganzen Fusseln da dran. Oh, den Schweif machen wir auch noch ein bisschen. Ordentlich. So. Dieser Huckel da, der stört mich. Diese kleinen Huckel. Hat der Grafiker nicht aufgepasst. So. Füße wieder anmalen, damit der Sand schön kleben bleibt auf der Koppel. So. Fertig. Komm's da. So. Okay. Ausmisten müssen wir noch. Haben wir ja noch nicht gemacht. Wasser ist noch drin, müssen wir also nicht neu machen. So, und dann machen wir jetzt einmal immer mal etwas. Das wäre mal interessant. Was passiert, wenn ich jetzt hier nicht ordentlich putze? So. Nö, könnte ja auch ein 5-jähriges Kind sein. Die sind ja nicht so. Das bleibt einfach da. Interessant. Okay. Ob dann die Gesundheit nicht besser wird, weil ich nicht ordentlich gemistet habe? So. Hm.
Ich weiß, dass ich das dann irgendwann mal hatte, dass dieser Gesundheitsbalken auf der linken Seite bei dem Springen und bei dem Military dann komplett voll war. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Oder ob das damit irgendwie was zu tun hat. So, tschüss, Pony. Oh, na denn, würde ich sagen, war's das wieder mit unserer Folge Riding Star 1. Schreibt mir unbedingt mal unten in die Kommentare rein, auf was für Spiele ihr so Bock hättet. Ich habe, glaube ich, von den typischen Pferd- und Pony-Spielen fast alles da. Ich würde sagen, 80% habe ich. Schreibt mir das mal, worauf ihr am meisten Bock hättet, weil mir ist es jetzt erstmal relativ wurscht, was ich vielleicht so als zweites Projekt anfange. Und deswegen könnt ihr euch das aussuchen. Oder ich stelle nächstes Mal eine Wahl bereit, von wegen soll es dies oder jenes sein, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt. Also denn, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Oh, falscher Kanal. Schaut auf jeden Fall mal bei Hauptkanal vorbei, falls ihr den noch nicht kennt. Bis denn!